Willkommen bei einer weiteren Reset-Episode mit dem Thema, wie kann ich durch Atemübungen Verspannungen im Rücken lösen? Ich möchte eine Übung zeigen, die sowohl das Thema Atmung integriert, als auch die Wirbelsäule integriert und vor allem den unteren Rücken, um da eben, wenn da Verspannungen sind, aus welchen Gründen auch immer, das kann viele Gründe haben, um da schnellstmöglich ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Gleichzeitig schult diese Position das Atemmuster, weil wir das Zwerchfell dehnen und somit quasi 3D das Zwerchfell in alle Richtungen bewegen, was sich sehr positiv auf unsere Atemfähigkeit auswirken kann. Wir brauchen letztendlich nur einen Block dazu, es kann auch eine Rolle sein, es kann ein Buch sein, irgendwas, was ich zwischen meine Knie klemmen kann, denn was ich jetzt mache, ich lege mich an eine Wand und schaue, dass ich einen 90 Grad Winkel in beiden Knien habe und klemme diesen Block, die Rolle oder das Buch, was ich auch immer habe, zwischen meine Knie. Jetzt lege ich mich auf den Boden, lege meine Hände seitlich neben mich. Und möchte jetzt als erstes den unteren Rücken auf den Boden bringen. Wenn wir normal liegen, haben wir eine natürliche Krümmung in der Lendenwirbelsäule, ja, die Lordose. Und diese möchte ich als allererstes abflachen. Das heißt, ich drücke meinen unteren Rücken in den Boden. Und jetzt curle ich mein Becken nach oben. Ich lasse meinen unteren Rücken auf den Boden, bis dieser leicht abhebt. In dieser Position richtet sich mein Zwerchfell aus und ich atme ungefähr 4 Sekunden ein, am besten durch die Nase. Und atme doppelt so lange durch spitze Lippen durch den Mund aus. Diesen Atemrhythmus, ohne etwas an dieser Position zu verändern, wiederhole ich bis zu 5 Mal und rolle dann den Rücken langsam Wirbel für Wirbel wieder zurück auf den Boden. Mach ungefähr 30 Sekunden Pause. Und kann das Ganze dann wiederholen. Ja, unteren Rücken abflachen, curl nach oben, bleib in dieser Position, atme meine 5 Atemzüge mit dem Rhythmus 4, 8 und gehe den Weg wieder nach unten. Diese Position ist sehr schonend und kann selbst bei Rückenbeschwerden recht gut eingenommen werden. Ich habe das mit vielen Leuten getestet und bin sehr davon überzeugt, dass diese Breathing Bridge, wie sie von Dana Santas, heißt diese gute Frau, ins Leben gerufen wurde. Und diese Übung kann tatsächlich immer und überall durchgeführt werden. Nicht nur bei Rückenproblemen, sondern auch, um etwas für den Bauch, für das Zwerchfell zu tun und einfach auch so ein bisschen transversus abdominis zu integrieren in diese Position, ja, und auch in dieser Spannungsposition atmen zu lernen und das Zwerchfell in alle Richtungen zu öffnen. Probiert's aus, lasst gerne einen Kommentar da. Ich freue mich über einen Daumen hoch, selbstverständlich, und würde mich freuen, wenn du auch ein Abo da lässt. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleib geschmeidig, dein Mobility Coach Benny.